Wollt ihr die Jungs sehen? Ja! Wollt ihr sie sehen? Am ersten Tag sind wir von München nach Düsseldorf geflogen, ab in den Bus und auf nach Dortmund. Auf der Kinotour gehen wir an viele Kinos und es ist so, wir hier in unserem Tourbus fahren dann immer zu den verschiedenen Kinos. So, dann steigen wir erstmal aus, ist erstmal Presse, sind erstmal Fans, es ist ein roter Teppich. Dann sind wir im Kino und dann ist erstmal Presse angesagt und muss man halt Interviews machen und alles Mögliche. Pro Tag haben wir immer zwei Städte, also beziehungsweise zwei Kinos und in einem Kino mit drei Säle. Herzlich willkommen in der fünften Dimension. Wisst ihr noch, wie wir in die Tiefe springen? Wisst ihr noch? Popcorn für alle! Ja! Achso, Popcorn für alle! Popcorn für Jimmy! Ich weiß nicht, ob ich weiß. Hey, stopp! Und ja, dann geht's ab in die Kinosäle. Wo geht sie sehen? Wem von euch ist schon mal was Peinliches passiert? Oh. Wo soll ich da anfangen? Also, ich weiß nicht, hat jemand mal den ersten Teil gesehen? Ja! Ich wollte mal fehlen, also, da musste ich ja zu Lockenwickler rumlaufen. Da haben wir Proben für die Lockenwickler gemacht. Und dann musste ich zum Joachim, oder der saß mit dem Biergarten. Da musste ich mit Lockenwickler durch den Biergarten gehen. Wir beantworten Fragen von den Fans und gehen dann wieder raus und ein bisschen unterschreiben und fahren dann mit dem Bus weiter in eine andere Stadt. Ja, und dann von Dortmund ging es dann weiter nach Hamm. Und in Hamm, dort ist Joachim geboren. Und da ging es so ab, da waren so viele Fans, das war der Hammer. In Leidenschaft, in Schweiß gebadet und hier wird nicht geblufft. Im Zweikampf der Sinne, am Ende der Kraft, da steht eine Frage, wofür bist du gemacht? Bist du gemacht? Bist du gemacht? Bist du gemacht? Da ist doch eine Kamera, ich hole sie! Bist du gemacht? Alles ist kalt! Sei wild! Eins, zwei, drei! Ja!
Party. Ich heiße euch alle recht herzlich hier bei uns in Hamm willkommen. Ich freue mich, dass Sie bereit waren, sich ins Goldene Buch der Stadt Hamm einzutragen. Das ist das Ende der fünften Station. Wir waren gerade in Hamm und da haben wir uns dann ins Goldene Buch der Stadt eingetragen mit dem Bürgermeister und da war ziemlich viel los und jetzt fahren wir dann weiter nach Bielefeld und gehen da dann in die nächsten Kinos. Sehr lustig, macht Spaß und gefangen in Leidenschaft, in Schweiß gebadet. Lampenfieber oder so, ne? Ja, wie beim Drehen. Ja. Die Kamera läuft. Nee, das ist der Termin, der ist vom Haus. Text vergessen. Ach Gott, HSV. Was würdest du denn lieber hören? Hier, pass auf. Ich bin Bayern-Fan, ich geb's zu. Jetzt pass mal auf. Security? Hallo? Ja, hier wär's der Ei gewesen und hier wär's böse gewesen. Ich hoffe, bis dein Gehmick nicht zu dem Beat. Ist der immer noch nicht weg? Wen der schon wieder? Und wir sind zwei Hände. Ich streck's nicht. Wollt ihr die Jungs sehen? Wollt ihr sie sehen? Vor allem Applaus, heit hingegen buhen sie alle aus. Der eine steht auf Rosenduft und edelgewebten Farben, der andere auf Kakerlaken, Schleim und Kakerlaken. Sind Lehrer und Vermesser wirklich zusammen? Nein! Das war eine klare Antwort. Ich bin gerade in Bielefeld und mir geht's bei diesen Fans verdammt gut. Erst begibt sich die Fahrt jetzt nach, weiß ich gar nicht, Bremen, Bochum, irgendwo da in der Nähe. Und da ist der Steiger Award, wird da verliehen und ich bin da nominiert. Wir sind dann von Bielefeld nach Hannover gefahren und ab Bielefeld war Jimmy nicht mehr dabei. Ja. Für einen Tag. Gar nicht mehr. Ich kann bloß nicht. Kommt und geht. Für immer gefangen. In Leidenschaft. In Schweiß gebadet. Und hier wird nicht geblufft. Alles ist hier nicht geblufft. Das ist keine Piane. Wir sind hier gerade in Hannover und wir sind hier gerade im Kino und geben Autogramme und beantworten Fragen, die das gleich nicht kommen. Jedes Mal, wenn du da bist, jedes Mal, wenn ich dich sehe. Bin ich schon gewesen? Ich tauche in deine wunderschöne. Ey, voll krass, ey. Geht ab, nee, oder? Es geht schon ab. Ja. Ich hab noch Pause. Ich hab noch Pause. Jetzt geht's heute hier nach Braunschweig. Und wir haben heute dann drei Kinos. Also das ist schon ziemlich halb, so hatten wir noch nicht diese Tour. Und in Braunschweig wird dann übernachtet. Und ja, viel Spaß machen. Wir sind jetzt hier gerade in Braunschweig und die Stimmung ist echt klasse hier. Immer im Tor entscheidet sich, will man Dunkelheit oder will man Licht. Wir spielen heute um unser Leben. Wir sind jetzt live dabei hier bei den wilden Hühnern.
Hier haben wir schon mal Pygmäen-Anführerin, Janina Faust. Ja, hallo. Ja, schön. Ja, hier, wilde Hühner-Anführer, Marlon Wessel. Ja, hallo. Hallo, wie geht's? Wie fühlen Sie sich so? Wilde Hühner? Ja, wilde Hühner. Wie fühlen Sie sich so, wenn Sie so an so einem nackten Mann vorbeigehen? Mir ist die Pust ausgegangen, und jetzt geht es hier noch lang. Und würde ich hab meinen Text vergessen, doch darf ich nicht fressen. Lass mal den Spiegel sehen, aber ohne, dass die Kamera... Was machst denn du? Alles klar. Filmst du mal? Nein. Filmst du? Nein. Talk die. Das sieht sie aus wie so ein American Cop. Hey, what's up? Hallo, ich bin Lenny. Jetzt glaubst du so. Ja. Was wolltest du denn fragen jetzt? Wie alt ich bin? Ich bin jetzt im Januar 10 geworden. Morgen. Jetzt. Mann, alles gut. Alles gut, Rama? Auf, Firma! Ich hab wieder was mitgebracht. Nicht nur Licht von da, sondern guck mal hier. Guck mal da. Licht. Sag mal guten Morgengruß. Wie viele seid ihr denn? Wir sind nur zu zwei. Zu zweieinhalb. Sag mal guten Morgengruß. Großartig. Hier ist keiner. Aufgewacht, hier kommt Lauderbach. Lauder, lauder, lauder. Und wuff, there it is. Wuff, there it is. Einmal guten Morgen sagen, komm. Doch, komm, einmal guten Morgen in die Kamera. Doch, komm, einmal guten Morgen. Ich bringe den Ohr. Wolltest du nur nochmal so sagen, als Abschluss. Morgen. Wie war dein Abfahrt? Sehr langweilig. In Braunschweig, ja, da habe ich dann verschlafen, was ich eigentlich sonst nie tue. Ich bin der Einzige, der nie verschläft. Unterstrichen, unterstrichen. Das ist gegen meine Ehre. Im nächsten Einzelnen schlafen. Im Zweikampf der Sinne. Hi Leute, ich bin jetzt wieder dabei hier im Braunschweig. Und jetzt geht's weiter nach Bremen. Ich freue mich drauf. Bist du gemacht? Bist du gemacht? Schnell fahren. Okay, es ist ja so hart und es ist gegen meine Ehre, dass ich so spät gekommen bin. Ich stehe so, ich gehe so zum Fernseher, da ist doch diese Uhrzeit, ja. Ich habe nur den hinteren Teil gelesen, weil da stand 9.15 Uhr. Ich habe, okay, Viertel nach 8 gechillt und so. Ich bin ganz gut ins Bad und so. Ohne Kopf so. Ja, wo bleibst du denn? Und dann, ich hab so schnell, habt ihr noch nie geduscht. Soll ich mal zeigen? Okay. Ja.
ab hier ist total viel los, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Weil wir waren ja erst da oben und da war ja irgendwie noch gar nichts los. Und schaut schon krass aus auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die Fans hier, also jetzt auf unserer Tour waren der Hammer, so großes Kompliment. Schmeißen uns Herzchen zu oder schreien, ich liebe dich. Und dann bekommen wir Briefe und Handynummern und alles Mögliche. Die haben uns mit Slips beworfen, wir wurden mit Teddybären gesteinigt. Die Autogrammkarten gingen weg und warme Brötchen. Echt cool. Die Fans waren richtig, richtig geil. Dann sind wir dann noch nach Lüneburg gefahren. Bist du bereit zum Lachen? Ja. Wir sind jetzt hier in Lüneburg, unser zweites Kino am Sonntag. Und wie ihr seht, ist überall die Hölle los. Beste Nachwuchsschauspieler geworden. Dritter Platz 2007. Das ist ein neues Leben. Ach so, Ron. Auf Wiedersehen. Schau mal, next Uwe. Das ist echt. Ja, schau, ich kann's auch. Alles ist schon da. Die Welt ist voller Wunder an jedem neuen Tag. Schau nicht in die Zukunft und schau nicht zurück, was war. Die Sonne geht für dich auf an jedem neuen Tag. Das Licht, der Wind, die Stadt. Es war ein riesen Kino und sau viel Fans. Und guck mal, ich glaube, ich habe noch nie auf einmal so viele Autogramme zu vergeben. Fahren wir nach Buchholz, das ist so ungefähr hier Hamburg in der Nähe. In Buchholz werden wir dann aufs Zimmer gehen und dann noch holen. Ich glaube, mein Trick beim Bowlen ist, den Ball mental zu leiten. Wir sind hier gerade im Bus und sind unterwegs zum allerletzten Kino von der ganzen Kinotour von Wilde Kerle. Und da fahren wir jetzt hin. Wir sind jetzt gleich in Hamburg und es ist das letzte Kino für ganz Wilde Kerle, also für immer. Und ich bin schon ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist, aber das Leben geht weiter und ja, bin gespannt, wie es in Hamburg ist. In Leidenschaft, in Scheiß gebadet. Das ist ja das letzte Kino, macht ja nichts. Irgendwann muss es mal vorbei sein, aber es ist natürlich schon traurig. Vorsicht!
jedes Mal, wenn ich dich sehe. Janina Paus! Kevin Jonathan! Marlon Wessel und Jimmy Blotzen. Wir haben jetzt seit 6 Jahren nur wilde Kerle gedreht, haben seit 6 Jahren keine Sommerferien mehr gehabt. Wow! Und einige von uns haben jetzt nächstes Jahr Abitur und. Wer? Nee, noch nicht. Und andere haben keine Zeit, sondern wollen einfach nur Sommerferien machen. Und deswegen, wenn es vielleicht mal einen 6. Teil gibt, dann so in vielleicht ein paar Jahren. Sag nicht so laut. Ich tauche in deine wunderschönen braunen Augen. Unterzugehen. Du bist mein Stern, du glühst heiß. Jetzt gehen wir da raus, haben noch mal ein bisschen Spaß mit den Fans. Ja, und ich glaube, ich genieße es jetzt da im Saal, dann im letzten Saal auf unserer Kinotour. Wir haben unsere letzte Kinotour gemacht und ihr seid das allerletzte Kino. Die wilden Kerle noch mal zusammen sehen. Und hier sind sie, Nick, Romeo Reimann als Nerv. Raban Bieling, Raban. Kevin Janotta, Joschka. Leon Wessel Masanek als Markus. Marlon Wessel, Maxi. Und Jimmy Blocks ist nicht als Leon. Letzte Mal, ja. Okay. Alles ist gut! Solange du weg bist! Sei weg! Dann kann ich auch weg! 1, 2, 3! Ja, ich mag noch mal was sagen zu euch. Also, ihr seid super. Ich glaube, ich bin noch nicht wirklich, ich weiß es noch nicht so wirklich, aber wenn ich jetzt zu Hause im Bett liege und so, werde ich schon ziemlich traurig sein. Ich glaube, ich werde es schon ziemlich vermissen. Ja, es ist schon schade, dass es jetzt vorbei ist, aber es muss halt irgendwann mal vorbei sein. Aber mir geht's gut so. Ja, ich wollte ihn gerade fragen, das ist schon ein bisschen, ob das ein komisches Gefühl für ihn auch ist, irgendwie jetzt, dass alles vorbei ist. Ja, schon. Also ich glaube, später habe ich es eher realisiert als jetzt. Ich laufe da oben. Du hast was verpasst. Was habe ich verpasst? Die haben die Gitter kaputt. Die haben die Gitter durchbrochen. Ich stehe so vom Gitter. Sie kommen mir so entgegen. Es ist umgekippt, das ganze Gitter. Das ist durchgebrochen. Und es ist in der Mitte durch Gitter ist durchgebrochen. Ja, das ist Metallgitter. Das ist Metallgitter. Ohne Scheiß. Dicke. Bade in Liebe. Aus. Aus.